Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Bei uns war es eigentlich so, dass ich in der Facebook-Gruppe jemand gefragt hat, was für einen Schlafsack könnt ihr empfehlen und nichts dazu. Und was noch krasser war, ist, dass dann 6 oder 7 Antworten schon kamen, bis einer mal gefragt hat, was hast du denn eigentlich vor mit dem Schlafsack? Bist du draußen damit? Soll der für drinnen sein? Soll der für einen Campingwagen sein? Soll der fürs Zelt sein? Soll der, wie gesagt, fürs draußen unterm Tarp schlafen sein? Muss er wasserresistent sein? Also wasserabweisend? Welche Jahreszeit? Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr? Wann willst du überhaupt rausgehen? Also viele, viele Punkte, weil es gibt nicht den einen Schlafsack, der alles kann. Das gibt es nicht. Ich habe einen Winterschlafsack, den Snackpack Elite 4. Ich habe einen Sommerschlafsack, das ist der Snackpack Jungle Pack. Und ich habe aber immer das Problem gehabt, der Jungle Pack geht so bis plus 7 Grad. Und der Elite 4 ist halt einfach ziemlich groß. Dann schon ist er klar, ist ein Winterschlafsack, wiegt 1,8 Kilo. Und war mir dann eigentlich für Frühjahr und Herbst schon fast zu viel und zu groß zum Einpacken. Und jetzt war ich auf der Messe, auf der ISPO, also auf der Outdoor bei ISPO, so muss man ja sagen. Und da habe ich einen Steven kennengelernt, Manager bei Snackpack. Hello Steve, best regards from Germany. Und der hat dann gesagt, komm, dann versuch doch mal den Elite 2 als Zwischending. Und dann hat er mir tatsächlich den Snackpack Elite 2 geschickt. Many thanks to you. Finde ich super cool. Und was der alles kann und warum ich den richtig cool finde, das zeige ich euch jetzt. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Und jetzt war ich auf der ISPO auf der Messe und habe einen Steven kennengelernt, Manager von Snackpack. Und dem habe ich ihm das Problem erzählt und er hat gesagt, hey komm, ich schicke dir mal den Elite 2 zum Testen. Der ist nämlich der kleine Bruder vom Elite 4 und der ist genau das, was du brauchst. Der ist nämlich schon klein im Packmaß, also wenn man den so mal mit einer Hand hebt. Ich habe ihn jetzt nicht komplett, im Gang vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Der ist noch halbwegs leicht, der wiegt 1300 Gramm und der hat eine Komforttemperatur von plus 2 Grad und Komfortlimit von minus 3 Grad. Also für Frühjahr, Herbst optimal geeignet. Und den stelle ich euch jetzt mal näher vor. Also er hat ein sehr kleines Packmaß. Ihr seht es hier, hier steht 18x24. Das bringe ich nicht ganz zusammen. Ich habe es ungefähr 19x26. Ist aber relativ leicht. Hat ein Gewicht von, ich habe nachgemessen, 1335 Gramm. Also es passt ungefähr. Und hat halt hier 2,20 Meter an der Länge. Und hier hat eben 75 cm und hat aber ein Erweiterungssystem. Das zeigt hier, das sind 12,5 cm nochmal zusätzlich. Das heißt, er hat dann eine Breite von 87 cm, ist also richtig bequem. Dann hat er eben hier eine Komforttemperatur, ich hoffe, man kann es lesen, von ungefähr 2 Grad und minus 3 Grad eben Komfort-Limit-Temperatur. So, wer ist denn nun die Firma Snackpack? Die Firma Snackpack ist ungefähr das Gegenstück zur österreichischen Firma Carinthia. Die produzieren fürs englische Militär Schlafsäcke. Und das machen die seit über 40 Jahren, haben also einiges an Erfahrung auch damit. Die Außenhülle besteht aus Paratex Micro mit Ripstoppgewebe drinnen, was natürlich super ist, was sehr reißfest macht, was auf alle Fälle winddicht macht, was auch sehr wasserabweisend macht, also nicht wasserdicht, aber sehr wasserabweisend und trotzdem nur atmungsaktiv ist. Wir haben also Innenmaterial, also dieses hier ist Paratex Light. Das ist also ein ebenfalls winddichtes Material, nur auch nochmal wasserabweisend ist, aber trotzdem atmungsaktiv und sehr angenehm. Ich habe ja schon öfters in dem Material geschlafen und muss sagen, das ist echt gut. Was dazu kommt, ist eine Reflektor-Therm-Schicht. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Rettungsdecke. Die steigert nur mal die Wärmedämmung um 15% und ist natürlich extrem leicht und deswegen hat er auch so ein geringes Packmaß. Das nächste ist dann die Innenfüllung, das ist eine speziell von Snackpack entwickelte, das nennt sich Softy Insulation. Die schaut ein bisschen anders aus wie andere und hat ein sehr kleines Packmaß und trotzdem eine super Wärmedämmung und ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Wir haben hier natürlich auch eine Innentasche, die ist relativ geräumig, wie man hier sieht, ganze Hand ist drin. Die ist optimal, damit eben hier
das Handy zum Beispiel oder der Wasserfilter an der Körperwärme bleibt und deswegen nicht auskühlt und nicht kaputt geht, oder Akkus oder sonstige Sachen, kann man hier wunderbar mit reinnehmen. Die normale Breite des Elite 2 ist also hier tatsächlich ungefähr 75. Hoffe, man kann es erkennen. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das absolute Highlight des Ganzen. Und das ist dieses hier, dieses kleine Zwischenstück. Ich hoffe, man kann es am Video erkennen. Hier ist normalerweise, und das ist quasi eine Erweiterung des EPS-Systems. Und damit kann ich den Schlafsack nur um 12,5 cm erweitern. Und damit ist er richtig bequem. Und wenn es eben kalt ist, dann mache ich das wieder weg, weil dann habe ich weniger Luft zum Erwärmen. Ist also optimal. Also dank dem EPS-System habe ich hier wirklich richtig viel Platz, wie man sieht. Also ich komme hier richtig, es ist richtig schön gemütlich. Und man sieht also hier, wie dieses EPS, hoffe, man kann es hier erkennen, wie das auch noch dehnbar ist. Also es zieht sich zusammen, wenn ich den Platz nicht benötige, und es geht auseinander, wenn ich ihn benötige. Was man mit dem EPS auch super machen kann, das ist, dass es hier quasi bei den Armen schön weit ist. Ich kann aber trotzdem, ich habe ja hier Klettverschluss, ich kann aber auch den Klettverschluss hier zu machen. Dann ist es oben so am Hals relativ eng, wie normalerweise. Und hier habe ich die volle Breite, um mich quasi so richtig bequem da rein zu lümmeln. Also auch nochmal eine super Sache. Das nächste ist natürlich, wir haben natürlich auch eine Kapuze. Ich hoffe, man sieht die. Die kann man natürlich mit einem Kordelzug dementsprechend enger machen und weiter, wie man das auch von anderen Schlafsacksystemen kennt, weil man verliert ja sehr viel Wärme über den Kopf. Der Elite 2 verfügt über einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Das heißt, ich kann hier von unten öffnen und von oben, und habe also hier quasi dann wunderbar eine Belüftung, was sehr praktisch ist. Er hat sogar innen nochmal einen Reißverschluss, das wäre dann quasi, wenn ich zwei zusammen machen möchte, ist also auch möglich. Gehen wir noch zum weiteren coolen Feature. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier ist der normale Stoff und hier ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man hört, wenn ich hier mache oder wenn ich hier mache, hier ist quasi extra, dass ich komplett mit den Stiefeln reingehen kann. Das ist nochmal extra wasserabweisend, damit der Schlafsack eben nicht dreckig wird oder nicht nass wird oder sonstiges. Also hier kann ich auch mit Stiefeln drin schlafen. Als ich den bekommen habe, habe ich gedacht, die haben zum Aufhängen da, haben sie auch, aber die haben eine weitere Funktion. Es gibt nämlich hier das Gegenstück, diesen D-Ring. Und ich kann die quasi hier einhaken. So, dann das Ganze, das geht auf beide Seiten natürlich, dann das Ganze umklappen. Und so seht ihr, so kann ich den Schlafsack um rund 25 cm verkürzen, was eben gut ist, für wenn man kleiner ist. Oder natürlich ist es auch super, wenn es zum Beispiel richtig kalt ist, dann kann ich hier den Schlafsack kleiner machen, dann muss ich auch weniger Wärme aufbringen und dadurch wäre er wärmer. Wenn ich das nach oben klappen würde, habe ich eine zusätzliche Wärmeisolierung oben drauf für die Füße. Wenn ich es so wie jetzt nach unten klappe, dann ist es quasi so, dass ich eine zusätzliche Isolierung gegen den Boden habe. Beides natürlich nicht schlecht. Wir alle kennen das, wenn man nachts raus muss, dann muss man aus dem Schlafsack raus, dann muss man in die kalte Jacke rein, gerade wenn es kälter ist, dann geht man raus, dann ist alles eiskalt und dann steigt man in den eiskalten Schlafsack zurück. Mit der Methode mache ich einfach von unten herauf, vielleicht nicht ganz so weit, wie ich das jetzt gemacht habe, gehe damit aufs Klo, habe meine wärmende Jacke quasi gleich an, der Schlafsack bleibt warm, verrichte mein Geschäft und gehe danach einfach wieder zurück und lege mich wieder hin und bleib so schön warm. Den Schlafsack zu verpacken ist ja relativ einfach, man nimmt hier 40 cm, ungefähr schlägt es also unten quasi um, nicht oben, wichtig, schlägt es dann um in der Mitte zusammen und dann fängt man an, den ganzen in den Sack reinzustecken. Dann einfach normal verstauen, wie man das kennt. Wenn man komprimieren möchte, ganz einfach mit Knie drauf, richtig fest drauf drücken und dann eine Lasche nach der anderen nach unten ziehen und schon ist er klein. So, hier noch der versprochene Vergleich zwischen dem Snackpack Elite 2 und dem Carinthia Tropen. Von der Länge her ist das Snackpack 2,20 m, kann auf 1,95 gekürzt werden und der Tropen hat im 2,35, gibt aber auch noch eine kürzere Variante. Von der Breite her mit EPS hat der Elite 87,5 und der Tropen 87, sind also beide sehr bequem. Bei den Füßen hat, wo ich meine Füße habe, hat der Elite 52 cm, der Tropen 60, hier ist also der Tropen etwas bequemer. Vom Gewicht sind es beide gleich mit 1300 Gramm.
Von der Temperatur her ist es so, dass der Limitbereich beim Elite bei minus 3 Grad liegt und beim Tropen plus 5 Grad. Also hier siegt definitiv der Elite, weil er halt wirklich kompletten Frühling und Herbst voll einsetzbar ist. Auch vom Packmaß her gewinnt hier der Elite mit seinen Hersteller 18x19 gegen 18x28 und auch vom Preis her ist der Elite einfach ein gutes Stück günstiger als der Tropen. Dafür hat der Tropen noch ein Moskitonetz. Also, wie gesagt, müsst ihr selber wissen, was für euch wichtiger ist. So Leute, also gehen wir nur zum Fazit von meinem Snackpack Elite 2. Ich finde ihn ein cooles Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, für Frühjahr, Herbst auf alle Fälle super geeignet. Für den Sommer eigentlich auch ganz gut, mit der Seitenöffnung kann man das relativ gut regulieren. Also ich habe das auch bei meinem Elite 4 immer gemacht, wenn es mir dann zu warm war, habe ich quasi unten ein bisschen geöffnet an der Seite. Das funktioniert wirklich super, das ist ein echt guter Temperaturausgleich. Ich komme mit den Schuhen hinein, er ist stark wasserabweisend. Er hat eben das Wichtigste für mich, das EPS-System, weil ich rühre mich sehr viel in der Nacht und das kann ich in dem und das kann ich in den anderen halt leider nicht so. Und deswegen muss ich sagen, werde mich der jetzt in Zukunft begleiten. Vielleicht sogar im Sommer, wenn ich mit der Hängematte unterwegs bin, aus dem ganz einfachen Grund, in der Hängematte hast du ja von unten nicht so diese gute Isolierung, wie du das normal am Boden hast. Und dann ist es nicht schlecht, wenn du einfach eine gewisse Reserve nur zusätzlich dabei hast. Also ich finde es ein cooles Teil von mir, definitiv eine Kaufempfehlung, vor allem für den Preis. Ich habe ihn schon irgendwo für 89, 99 Euro oder sowas kostet der. Ist auf alle Fälle günstiger als der Carinthia Tropen und hat mehr Möglichkeiten, weil ich ihn halt bis minus 3 Grad einsetzen kann. Und das ist dann auch für den Herbst oder fürs Frühjahr ziemlich gut ausreichend, muss man sagen. Und für das, für 1,3 Kilo und das kleine Packmaß, das ist also noch kleiner als beim Tropen, muss ich echt sagen. Cool, gefällt mir. Also Kaufempfehlung. Genau. Gut, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich genauso über ein Like freuen. Oder falls noch nicht passiert, bitte gerne meinen Kanal abonnieren. Das würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Spiergel von Outdoor Chiemgau.